Wir stehen vor dem Schauspielhaus hier, einer der gewaltigsten und sich auch eindrucksvollsten Bauten von Schinkel im Herzen von Berlin auf dem Gendarmenmarkt. Schinkel war nicht nur der bedeutendste Baumeister am Beginn der Moderne im 19. Jahrhundert. Schinkel war vor allen Dingen ein großer Inszenator. Das fängt schon mit Entwürfen an. Die Entwürfe, die er für Bauauftraggeber sehr attraktiv in Szene setzte, über die Kante stellte, fast wie Bühnenentwürfe. Und da sind wir schon beim zweiten Thema, den berühmten Bühnenentwürfen von Schinkel. Schinkel war gleichzeitig Maler. Man kennt den Dom am Wasser. Schinkel hat für das Schauspielhaus und für die Oper berühmte Bühnenentwürfe geschaffen. Darunter die Königin der Nacht zu Mozarts Zauberflöte. Schinkel hat Schaubilder gemacht. Das bekannteste war vielleicht der Brand von Moskau mit Donnergeheul, mit Musik dabei, mit beweglichen Kulissen. Wir rekonstruieren eines in der Ausstellung. Wir zeigen die ganze Breite von Schinkels Schaffen. Schinkel als modernen Künstler, am Beginn als universalen Künstler, der uns alle auf den verschiedensten Ebenen anzusprechen weiß. Musik.